Herr Präsident, meine Damen und Herren, damit wir ein Ziel erreichen, das uns wichtig ist, müssen wir allzu häufig ein anderes Ziel vernachlässigen oder aufgeben, das uns auch wichtig wäre. Eine alte amerikanische Volksweisheit sagt, es gibt einfach kein gratis Mittag. Was wir alle aus dem Privaten können, führt uns die Corona-Krise auch in der Politik wieder einmal vor Augen. Jetzt, Mitte 2020, im Corona-Jahr, sind auf Bundes- aber auch Kantonsebene schon viele Ziele gegenübergestellt worden. Entscheidungen über Prioritäten sind gefällt worden. Aus heutiger Sicht darf man sagen, gut gemacht Schweiz, gut gemacht Kanton Luzern. Wir fällen heute weitere Entscheidungen. Die Schnittmenge zwischen dem krisenbedingt Notwendigen und dem finanzpolitisch Möglichen und Vertretbaren wollen wir finden. Keine einfache Aufgabe. Eben, es gibt einfach kein gratis Mittag. Im finanzpolitischen Zusammenhang lässt sich die CVP von folgenden drei Grundsätzen leiten. Eigenverantwortung. Es ist ein Schweizer und auch Luzerner Tugend, Vertrauen in die Bürger zu haben. Wir glauben an die Bereitschaft der Bevölkerung, im Gewerbe und allen weiteren Akteuren in der Krise fürs eigene Handeln und Unterlassen Verantwortung zu übernehmen. Solidarität. Wo Eigenverantwortung nicht mehr hilft, ist Unterstützung zu prüfen. Das Wenige, was wir mit unseren Finanzen machen können, soll dort eingesetzt werden, wo es für den Einzelnen viel ist. Subsidiarität. Der Kanton Luzern trifft Massnahmen so, dass er wohlüberlegt dort unterstützt, wo es ergänzend zu den Bundesmassnahmen in Luzern noch Unterstützung braucht. Und das in einem Rahmen, wo er sich leisten kann. Was heisst jetzt das nun für die drei finanzpolitischen Vorstösse P264, A234 und P280? Nach finanzpolitisch schwierigen Jahren haben wir strukturell wieder ein bisschen Spielraum erkämpft. Der bleibt aber limitiert. Ein langfristig nachhaltiger Finanzhaushalt ist uns wichtig. Sparpaket, budgetlose Zustände, höhere Abgaben und Steuern wollen wir vermeiden. Darum steht die CVP ein für eine wohlüberlegte, rollende Planung in Szenarien. Wir begrüssen, dass der Regierungsrat den CVP-Vorschlag zur Planung in Szenarien in seine Prozesse aufnimmt, erstmals im nächsten AFP. In der langen Frist gilt es, nötige Anpassungen vom Finanzleitbild vorzunehmen. Und das dann, wenn sich die finanziellen Auswirkungen wieder stabilisiert haben. Zum Zeitpunkt vom übernächsten AFP 2022-2025. Darum unterstützen wir das Postulat P280 teilweise. Vor dem gleichen Hintergrund begrüßen wir, dass der Regierungsrat wie in seiner Antwort auf A234 ausführt, die Auswirkungen auf die Aufwände und Erträge gemäss FLG im Corona-Jahr als außerordentliche Positionen auch außerhalb der Schuldenbremse zu verbuchen gedenkt. Und auch bereit ist, allenfalls die Schuldenbremse punktuell auszusetzen. Nein, ein gratis Mittag gibt es nicht. Aber wir setzen uns für ein vertretbares Mittag zu einem Preis, den wir uns leisten können, ein. Mit Blick in die Zukunft des Kantons Luzern ist für die CVP einfach wichtig, finanzpolitisch fit, trotz Covid.